Ja, hallo ihr Lieben. Heute mal wieder im Garten. Und warten Sie mal, so wie ihr seht, heute mit Janusz und Anton. Bleib. Das ist jetzt gar nicht so einfach, da ein Video zu machen. Ja, ich wollte euch etwas erzählen über meine fertige Mischung. Und zwar diese Tropfen, Rosis heilende Natur. Und zwar 3% DMSO, 97% Meerwasser, nanofiltriert, isotonisch und steril. Ja, ich verwende sie als Augentropfen und ich zeige euch das mal ganz kurz. Mal schauen, ob es reinmachen lässt. Da ein Tropfen und warte mal, da ein Tropfen. So, das war schon. Halt, halt, halt. Hier bleiben und Platz. Ja, gibt es dann auch halt bleiben. Gibt es dann auch ein Leckerli. Du kriegst auch ein Leckerli. Super, so ist brav. Ja, und diese Augentropfen, Rosis heilende Natur, die kann man in meinem Online-Shop bestellen. Dazu gibt es unten einen Link. Ja, wie gesagt, ich verwende sie als Augentropfen. Und da gibt es auch eine Studie dazu, und zwar über Grauen und grünen Star. Ich verwende sie auch bei Juckreiz und Allergien, bei Bindehautentzündung. Hier sind die Leckerli. Und such. Anton kriegt auch eins. Ja, das ist gar nicht so einfach, sich da zu konzentrieren. Jetzt gibt es nichts mehr. Jetzt macht ihr Platz. Muss mal ein bisschen streng sein. Platz. Super. Gleich mal Hundetraining. Nein. Anton, Platz. Ja. Wie gesagt, auch bei Bindehautentzündung. Und eben auch bei meinen Hunden. Also sie haben beide wunderschöne Augen und wenn sie mal irgendeinen Zug abbekommen oder sowas, dann kann man die immer wieder verwenden. Ich verwende sie dann so 2-3 Mal am Tag und dann ist es eigentlich gleich wieder vorbei. Ja.